Das erste deutsche Tierschutzgesetz wurde von Adolf Hitler eingeführt. Das Reichstierschutzgesetz wurde am 24. November 1933 auf Veranlassung der Reichsregierung unter Reichskanzler Adolf Hitler verabschiedet. Es war damit das weltweit erste staatliche allgemeine Tierschutzgesetz. Bereits 1927 forderte ein nationalsozialistischer Abgeordneter im Deutschen Reichstag Maßnahmen gegen Tierquälerei und Schächten. 1932 schlug die NSDAP ein Verbot der Vivisektion von Tieren vor. Nach dem Regierungsantritt Adolf Hitlers wurde dann am 21. April 1933 das Schächten unter Strafe gestellt. Das Gesetz über Schlachten von Tieren vom 21. April 1933 gebot, warmblütige Tiere beim Schlachten vor Beginn der Blutentziehung zu betäuben. Ausnahmen waren nur bei Notschlachtungen gestattet. Bei vorsätzlichen oder fahrlässigen Zuwiderhandlungen wurden Geldstrafen oder Gefängnisstrafen bis zu 6 Monate Haftdauer angedroht. Das Gesetz trat zum 1. Mai 1933 in Kraft und gehörte damit zu den ersten Gesetzgebungsmaßnahmen nach der nationalsozialistischen Revolution. Es war damit das erste reichsweite Gesetz seiner Art. Reichsmarschall Hermann Göring erklärte das Gebiet um sein Jagdanwesen Karrenhall zum Tierschutzgebiet und verkündete im August 1933, dass die unerträgliche Folter und das Leiden der Tiere ein Ende haben müsste und drohte, all diejenigen in ein Konzentrationslager zu schicken, die noch immer glaubten, Tiere behandeln zu müssen, wie es ihnen beliebe. Jetzt ein kleiner Ausschnitt aus einer Rundfunkansprache von Hermann Göring vom 28. August 1933 über das Verbot von Tierversuchen. Nicht nur um das Tier zu schützen, ist Tierschutz notwendig, sondern wir bekämpfen gleichzeitig unüberlegte Gleichgültigkeit gegenüber dem Tier und seinen Schmerzen, menschliche Rohheit und Grausamkeit. Ich habe deshalb für Preußen das sofortige Verbot jeder Vivisektion ausgesprochen und unter Strafe gestellt, das heißt, zunächst unter die Strafe in das Konzentrationslager abgeführt zu werden, bis das Gesetz selbst strenge Strafen hierfür aussprechen kann. Diejenigen Tiere, mit denen uns besondere Bedingungen verknüpfen, der Hund, die Katze, müssen von allen Experimenten verschont werden, die sich auch mit anderen, minderwertigeren Tieren anstellen lassen. Die Ratte, ein an sich sowieso auszurottender Parasit, wird sicherlich selbst schmerzunempfindlicher sein und ist unseres Mitgefühls weniger teilhaftig als Haustiere des Menschen. Aber auch hier muss trotzdem bei den Versuchen die gleiche Sorgfalt, die gleiche Schonung obwalten. Dies veranlasst heutige BRD-Historiker dazu, selbst dieses Gesetz als bloßes Mittel zur antisemitischen Propaganda zu bezeichnen, da es in der Tat auch einen großen Teil der Juden, deren heutzutage politisch korrekt gern als religiöse Tradition verharmloste, grausame und niederträchtige Art des Schlachtens, das sogenannte Schächten, betraf. Dass in diesem Zusammenhang die Fakten nicht etwa dem Nationalsozialismus, sondern dem Judentum einen eindeutig bösartigen Charakter bescheinigen, wird heutzutage entweder aus ideologischer Verblendung oder aus reinem Opportismus heraus vollkommen ausgeblendet. Was heutzutage meist unterschlagen wird, ist, dass das deutsche Tierschutzgesetz für die gesamte damalige Welt Pionier- und Vorbildcharakter hatte. In anderen europäischen Ländern, aber auch in Nordamerika, konnten sich Tierschützer und Tierschutzvereine von nun an auf dieses Gesetz berufen, was den weltweiten Kampf gegen Tierquälerei deutlich unterstützte. Wesentliche Aspekte aus dem Reichstierschutzgesetz sind auch heute noch in den Tierschutzgesetzen der BRD, der BRÖ und der Schweiz enthalten. Allerdings gelten hinsichtlich der Tierquälerei aus religiösen Gründen teilweise weitreichende Ausnahmeregelungen, die vorwiegend dem Judentum, aber auch dem Islam entgegenkommen.